Welche Zukunftsvision habe ich für meinen Arbeitsbereich für in Berlin in 2050? Da sehe ich die Fachhochschulen als Hochschulen für angewandte Wissenschaften gleichberechtigt mit den Universitäten als tertiäre Bildungsinstitutionen und 60% eines Jahrgangs studieren an den HAWs. Die Finanzierung für alle ist gesichert. Die Gebäude sind nicht nur saniert, sondern es ist ausreichend Raum für Lehre wie Forschung vorhanden. Haben wir eben auch für die Schulen gehört. Vor allem bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und bei der Finanzierung wird selbstverständlich berücksichtigt, dass an HAWs geforscht wird, denn sie haben gesetzlicher Auftrag. Und entsprechend müssen dann die Ressourcen, also Geld und Quadratmeter, vorhanden sein. Die Lehrbelastung an den HAWs ist entsprechend angepasst worden und die Professoren an den Unis führen ihre Lehre selbst durch und überstülpen sie nicht einfach an abhängige Doktorandinnen oder Postdocs. Der Zugang zur aktuellen Literatur, der wird durch einen Verbund in Berlin zwischen allen Institutionen organisiert, sodass Studierende wie Lehrende, egal welcher Institution, an die jeweils relevante Literatur gelangt. Um allen Studienanfängerinnen und Studienanfängern gute Chancen zu Studienbeginn zu ermöglichen, ist ein propedeutisches Seminar völlige Normalität. Absolventinnen und Absolventen der Bachelorstudiengänge haben die gleichen Chancen, einen Studienplatz in einem Masterstudiengang zu bekommen, unabhängig davon, wo sie ihren Bachelorabschluss gemacht haben, also Unis zu Fachhochschulen und umgekehrt. Und es gibt in Berlin qualitätsgesteuerte Promotionsverfahren an allen Hochschulen. Und wenn Professoren nicht substanziell forschen, dann dürfen sie auch keine Promotion betreuen, egal ob sie an der Uni oder an der HAW sind. Promotionen in der Medizin, die sind erst nach Abschluss eines Studiums möglich, damit es wirklich eine qualifizierte Promotion ist. Und vorab muss eine wissenschaftliche Arbeit während des Studiums durchgeführt worden sein. Und eine Selbstverständlichkeit ist, dass die didaktische Weiterbildung aller Lehrenden an den Hochschulen durch das Berliner Zentrum für Hochschullehre gesichert ist, damit natürlich auch für die Studierenden entsprechend gute Lehre möglich. Welche politischen Herausforderungen haben die Grünen dann? Alle Politikerinnen und Politiker wissen, dass sie mit dem Begriff Hochschulen sowohl HAWs wie auch Unis meinen und wenn sie über Hochschulen sprechen, nicht nur immer die Universitäten im Blick haben. Das muss bei allen Vorschlägen, die dann in Gesetze oder in Verordnungen einfließen, berücksichtigt werden. In den Hochschulverträgen, die Sie ja dann abschließen müssten, werden die Kosten für die verschiedenen Studienrichtungen an allen Hochschulen unterschiedslos berechnet. Und bei Bauvorhaben müssen die Menschen, die dann zukünftig darin arbeiten, lehren, studieren sollen, in die Planung einbezogen werden und die Hinweise mit aufgenommen, berücksichtigt werden. Die Lehrverpflichtungsverordnung ist 2015 schon lange neu gefasst und ermöglicht gerechte Verteilung der Arbeit in allen Bereichen. Die Gruppengrößen, die an den Hochschulen, egal welcher Couleur, in den Laborveranstaltungen gebildet werden, sind unter didaktischen wie auch sicherheitsrelevanten Aspekten angepasst worden. Und natürlich wird die digitale Lehre auch mitbedacht. Ein propedeutisches Studienjahr ist gesetzlich verankert. Durch Tests werden die Studierenden darin aufgenommen, die diese Beförderung bedürfen und dies auch wollen. Sichergestellt werden muss dabei, dass diese sich weder auf die Kapazitäten an den Hochschulen auswirkt, also keine Erhöhung der Aufnahmezahlen, und es darf natürlich auf keinen Fall zu einer Verkürzung oder Reduzierung des BAföGs führen. Und wenn wir dies erreichen wollen, dann kann ich nur sagen, haben Sie zwei konkrete Maßnahmen zu berücksichtigen. Das Promotionsrecht für alle Hochschulen Berlin anpassen, wie habe ich ja schon gesagt, und die Lehrverpflichtungsverordnung anpassen, auch das habe ich schon ausführlich erläutert. Vielen Dank.